Und es geht weiter hier in Anno 1800 und mit unserem Schönbauprojekt in Crowley Falls in unserer extravaganten Metropole. Ja, dieser Stadtteil, der ist ja in den letzten Folgen entstanden. Da wollen wir ja gerne noch ein paar Wolkenkratzer errichten. Aber dazu brauchen die lieben, zufriedenen Handwerker erstmal noch ein paar Pelzmäntel. Da mangelt es nämlich gerade ein wenig. Und deshalb sind wir auch dabei in Eulenwiesen war das nicht. War das, glaube ich. War das hier? Nein, hier war das auch nicht. Auf welcher Insel war denn das nochmal? Eulenreuth. Ah, wo war denn unsere Fellinsel nochmal? Doch, in Eulingen war das doch. Genau, hier produzieren wir doch. Genau. Wo ist denn da unsere... Ein Feuer ist ausgebrochen. Hatten doch hier irgendwo eine Handelskammer errichtet. Hier war das. Ja, genau. So, jetzt bin ich wieder dabei. Also, wir hatten hier eine Handelskammer errichtet und hatten da 4 Jagdhütten im Radius. Und da wollen wir jetzt gerne noch ein paar Items einsetzen. Unter anderem sind wir auf der Suche nach der Ursula Green, der Hüterin der Wälder, die für mehr Produktivität und für mehr Walddichte sorgt. Ja, und dann mal gucken, was uns noch so einfällt. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir tatsächlich noch ein paar andere Jagdhütten in den Radius einer Handelskammer stellen. Denn ich glaube, an Fellen, da mangelt es gerade. Die Menschen lassen sie hochleben. Na, zumindest, nee, es nimmt sogar stark zu. Auch vielleicht reicht das ja sogar schon mit diesen 4 Jagdhütten. Dann noch irgendwann der Ursula. Okay, wir gucken mal, wie viele Fälle denn hier schon angekommen sind. Ja, das sieht doch recht gut aus. Dann überprüfen wir einfach mal die Pelzmantelproduktion. So. Ah, ganz knapp. Ganz knapp reicht es nicht. Ja, dann bauen wir eben noch eine Schneiderei. Wie sieht es aber denn mit Baumwolle aus? Ach so, die produzieren wir hier nicht. Ich meine ja, das Lager wollte ich ja auch wissen. Das Lager. Baumwolle haben wir denn da? Das ist ja auch ausreichend. Die Flammen wurden gelöscht. Ja, super. Dann müssen wir doch nur noch eine Schneiderei bauen. Das ist ja perfekt. Hier eine Schneiderei. Wo sind denn unsere anderen Schneidereien? So, wir gucken mal. Hier hatten wir, ich glaube, dann, dass wir die hier oben irgendwo hatten. Hier haben wir jetzt schon mal 2. 2 Schneidereien und hier haben wir sogar noch Produktivitätssteigerung. Könnten wir da eventuell nochmal eine Schneiderei mit reinquetschen? Geht. Dann verschieben wir diese Hütte einfach dahin. Das ist doch überhaupt kein Problem. So. Wunderbar. Ganz schön knifflig im Moment. Ja, genau. Dann haben wir hier auch nochmal Produktivitätssteigerung 35. Und dann sollte das doch funktionieren. Sehr schön. Wir schauen aber auch mal in die Arktis zu unserem Taucherschiff. Das ist auch angekommen. Was haben wir denn hier eigentlich? Das Echolot. Da könnten wir vielleicht auch noch das bessere Echolot uns ergattern. Wir mal gucken. Genau, wir haben ja hier die Chance erhöht, Tiere zu finden. Und wir versuchen hier auch Tiere zu finden. Die Welt in unseren Händen. Genau, eigentlich wollte ich auch gerne noch irgendwie an die Ursula Green kommen. Vielleicht können wir die auch. Wo konnten wir die nochmal bekommen, diese Ursula Green? Achso, erstmal hier gucken. Wir haben hier einen Schwarzdelfin. Oh, das ist leider kein Settier. Das ist sehr schade, aber der ist bestimmt wunderhübsch. Und was haben wir hier noch? Ein Igloid. Das Igloid haben wir, glaube ich. Ich glaube, das könnten wir mal spenden.
Allerdings habe ich das letzte Mal, glaube ich, gespendet und wir hatten die Punkte voll. Da müssen wir erstmal die Punkte ausgeben. Wir gucken mal kurz. Das Igloid. Das haben wir doch hier irgendwo ausgestellt, ne? Genau. Das Igloid können wir also spenden. Vorher geben wir aber mal unsere Forschungspunkte aus. So, wir machen mal Item. Nein, Quatsch. Machen mal Forschungsgebiete. Talententwicklung. Ich glaube, die Ursula Grün hatten wir schon identifiziert, ne? Das war ja Handelskammer. Ja, die sind wir fertig. Dann machen wir mal noch fürs Rathaus. Einmal noch weiter identifizieren. Dürften das doch auch nicht mehr so viele sein. Oh, was haben wir denn hier alles? Ist das aufregend? Rank eine von Berühmtheit ist gerade angekommen. Ein Gastronom. Beeinflusst alle Wohnhäuser, Zusatzeinkommen und zusätzliche Zufriedenheit. Auch sehr cool. Was bist du? Produktivität plus 50. Beeinflusst Sektkellerei, Rumpenerei, fortschrittliche Rumpenerei. Ja, natürlich, her damit. Wer bist du? Patriarch Matthäus der Zehnte. Hey, und du? Halt plus 10, ja, Wahnsinn. Wen wir da alles jetzt noch freischalten? Krankheitsgefahr, Brandgefahr. Ja, immer her damit. Oh, sind das wohl die letzten? Beeinflusst Gelehrtenhaus, Zusatzforschungspunkte und zusätzliche Zufriedenheit. Und Einkommen pro Haus. Und sind das jetzt die letzten gewesen? Ja, cool. Dann fehlt es ja nur noch hier. Wunderbar. Okay, dann haben wir erstmal die Punkte ausgegeben. Das heißt, wir können in der Arktis hier einmal das Igloid spenden. Die Menschen lassen sie hochleben. Und was ist das hier noch? Das sollten wir mal aufsammeln, falls es noch was Wichtiges wäre. Ja, hochwertiger Schrott. Nein, das lassen wir mal weg. Wir nehmen mal noch die letzte Karte hier. Und das ist eine kleinere Insel. Das könnte die hier sein, oder? Hier? Ausgenordet? Nein, jetzt sind wir ausgenordet. Oh nein, das ist die nicht. Nicht? Hier ist noch eine kleinere Insel. Auch nicht. Wo ist denn unser Schiffchen? Zeigt da oben hin? Nee. Welche kleine Insel ist das denn? Nochmal kurz schauen. Sieht aus wie so ein Mensch, der einen Kopfsprung macht. Da ist sie. Wendemanöver! Ja, gut, da sieht es weniger aus wie ein Mensch, der Kopfsprung macht. Okay, einmal hier hin und einmal bitte Bescheid geben. Und was haben wir dann hier noch für Karten? Auch nochmal Tiere. Genau. Okay, einmal zurück. Hier findet ein Bierfest statt. Das ist doch auch sehr schön. Da haben wir nochmal zusätzliche Attraktivität, wobei mehr als extravagant geht ja gar nicht. Das Höchste, was man erreichen kann. So. Wo sind wir denn hier? Genau, wir sind ja auf der Suche nach dem Narwal und nach dem Riesenalk. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, wo würden wir denn die Ursula Grün nochmal herbekommen? Haben wir doch schon identifiziert. So, und die kriegen wir wo? Expeditionen, Forschungsinstitut, Aufgabenbesucher. Oh, wenn wir eine Ausstellung haben. Oh, die haben wir doch gerade bekommen. Kartenprogramm? Die hatten wir doch jetzt gerade bekommen, oder? Heißt das, wir müssen die irgendwie irgendwo einsetzen?
Oder wie verstehe ich das richtig? Ha. Also entweder haben wir Glück und die besucht uns mal noch, oder... Waka in der neuen Welt. Wie sieht es denn damit aus? Haben wir das schon? Nein, da fehlt noch die Juanita, die Mumie. Ach ja, genau. Das war ja das. Okay. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, warum da diese andere angezeigt wird, die wir gerade bekommen haben. Hm. Die hier. Müssen wir die vielleicht irgendwo einsetzen, damit die andere dann noch auftaucht, die Ursula Green? Können wir doch eigentlich machen, oder? Oder haben wir die vielleicht sogar schon? Wir haben doch eine tolle, hier. Ist denn unsere mega schöne... Hier, Sektkellerei. Gucken wir doch mal. Na, wunderbar. Perfekt. Dann setzen wir die noch mit ein. Das ist ja mega. Dadurch haben wir jetzt nochmal Attraktivität und einzigartige Spezialisten könnten ihre Stadt besuchen. Ja, cool. Also das könnte dazu führen, dass die Ursula uns besucht. So, warum haben wir eigentlich zu wenig Arbeiterarbeitskraft? Kann mir das mal einer verraten? Was ist denn hier los? Was ist denn bitte hier los? Schwenkt die Fahne der Freiheit. Ihr habt alles, außer die Schule könnten wir noch verbessern. Was ist mit euch? Oh, bei euch fehlt Wurst. Tatsächlich. Das könnte natürlich das sein. Weil, warum fehlt euch denn bitte Wurst auf einmal? Was ist denn hier los? Wir haben keine Schweine. Ja, dann einmal hier die Silos anschmeißen, würde ich sagen. Schmeißen wir mal 3 Silos an. Sollte erstmal reichen, um mehr Schweine zu züchten. Ja, das ist ja auch wieder was Witziges. Die ganze Zeit läuft es hier und auf einmal die Metzgereien haben kein Schwein. Tja, Schwein muss man haben. Gut, aber wir haben ja genug, ja, Getreide. Also sorgen, na dann können wir die auch noch anschmeißen, los. Weisen wir die auch mal noch an. Und dann schauen wir gleich mal in die Arktis zu unserem Taucherschiff. Einmal tauchen, bitte. Und wir haben die ganze Mannschaft steht hinter einen Orca. Schade. Das war leider nichts. Okay, was haben wir hier noch? Dann schauen wir mal, was das noch bringt. Bringen Sie einmal hier hin. Und dann müssen wir, glaube ich, neue Karten einkaufen. Müssen dann nochmal schauen, welche Karten das eigentlich waren. Das war, glaube ich, nicht der Abgrund des Megalodon. Wenn ich mich nicht täusche, hieß die doch anders, die Karte, oder? Ein Riesenalk. Wir wollten einmal nach dem Riesenalk gucken. Genau. Tauchen. Doch, das war der Abgrund des Megalodon sogar. Oder im offenen Meer. Gut. Das heißt, wir müssen noch mehr von diesen Karten dann sogar. Und, ach, und das andere war bestimmt dann der Narwal. Hier. Auch Abgrund. Ach ja. Okay, gut. Dann müssen wir davon vielleicht nochmal ein paar Karten uns organisieren. So, ich hoffe, dass das dann wieder hier sich regelt. Wie sieht es denn in der Zwischenzeit mit den Pelzmänteln aus? Oh, wir können upgraden. Mega, mega. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an, oder? Ja, dann fangen wir hier mal an. Ein bisschen weiter abzugraden.
Hier würde ich sie eigentlich gerne noch lassen. Da finde ich es eigentlich ganz schön. Weil hier könnten noch ein paar tatsächlich entstehen, würde ich sagen. So. Ja, ich sehe schon, wir müssen auch hier dann tatsächlich die Bäckerei, die muss auch woanders hin dann. Sieht jetzt hier nicht mehr schön aus. Vielleicht können wir die hier mit hin. Naja, hier ist zu nah an den Schienen. Das sieht auch nicht schön aus. Das sind ja alles Handwerker hier. Ja, die lassen wir, würde ich sagen. Vielleicht hier noch ein paar Investoren. Ingenieure. Erst. Sie haben die Prüfung mit Auszeichnung bestanden. Dann auch gucken, nicht, dass denen wieder irgendwas fehlt. Okay, wir schauen mal weiter. Also, die hier würde ich auf jeden Fall gerne noch upgraden. Das sieht dann schon mal schön aus. Hier, die könnten wir lassen. Okay, aber was jetzt hier definitiv weg muss, ist die Bäckerei, die Metzgerei und eben die Brauerei. Die müssen jetzt hier weichen, die müssen woanders hin. So, dann schauen wir mal, wo können wir die denn hinsetzen? Hier vielleicht. Wir haben hier nochmal einen Marktplatz. Ach, den wollten wir dann auch nochmal abreißen, glaube ich. Den wollten wir nicht stehen lassen. Dann die Bäcker. Hier ist doch Mehl und alles. Ja, dann kommt hier noch eine Bäckerei mit hin. Das passt hier recht gut. Jawohl, einmal das. Brauchen wir denn überhaupt noch eine Metzgerei hier? Wie sieht es denn aus mit Wurst? Oh, naja, gut. Wir sollten sie mal noch lassen. Hier, dann erstmal noch diese Metzgerei. Ah, die hat hier natürlich leider keinen Platz mehr. Oh, die machen wir hier mit hin. Schaut mal. Hier passt das sehr gut. Was haben wir denn hier sogar für eine Handelskammer mit Produktivitätssteigerung? Na, das bietet sich doch wunderbar an. Und dann hatten wir hier noch was. Eine Brauerei, da haben wir ein volles Lager. Das heißt, die könnten wir vielleicht sogar abreißen. Machen wir genug Bier. Ja, dann reißen wir die mal ab. Die brauchen wir dann gar nicht verschieben. Einmal weg damit. So, und hier ist auch nochmal eine Bäckerei. Die muss dann auch nochmal woanders hin. Die kann ja vielleicht auch hier mit her. Ja, genau. Das ist doch ganz gut. So, das ist mal schön. Wunderbar. Okay, dann können hier ja... Dann müssen ja hier noch Gebäude hin. Okay, nehmen wir... Oder wir lassen den Platz für irgendwas Schönes, anderes. Vielleicht auch in Ordnung, oder? Überhaupt, hier muss noch eine richtige Straße hin. Ja, da machen wir dann irgendwas anderes Schönes hin, würde ich sagen. Hier ist sowieso irgendwie... Oh ja, das muss sowieso auch mal alles nach drüben. Und hier hätte ich gerne eine Straße. Das finde ich ein bisschen schöner. Ja, dann können wir hier ein bisschen dekorieren. Ach, schön. So, was machen wir hier? Ich wünschte, ich könnte auch so Posaune spielen. Wir probieren einfach mal was. Wir probieren einfach mal irgendwas Schönes. Ach, ich würde so gerne noch so Bänke aufstellen dürfen. Warum gibt es keine einzelnen Bänke? Das ist wirklich sehr schade. Gut, wir haben hier um die Bäume rum Bänke, aber... Ja, das sieht doch schon mal... Das sieht doch eigentlich ganz süß aus. Ich denke zumindest darüber nach. Gut, hier dann auch nochmal irgendwas Schönes. Was haben wir denn alles noch? Wir haben so viel. Ramtatam.
Jawohl, feiert ihr mal schön. Eine Markthalle? Nein. Ein kleiner Pavillon. Ah, passt nicht. Ein Jahrmarkt. Ja, theoretisch können wir doch hier... im Stand? Nein, nicht unbedingt. Hier vielleicht eine Fischbude. Danke. Brötchenstand, so in der Stadt. Warum eigentlich nicht? Oh, hier haben wir auch noch viel Platz zum Dekorieren. Sehr cool. Ja, was haltet ihr? Oder von einem kleinen Sandkasten? Oh, so ein kleiner Spielplatz hier. Müssen wir aber irgendwo hier drinnen machen. Für die Kiddies. Ah, hier wird es passen, aber das ist mir zu nah hier an der Hauptstraße sozusagen. Und hier ist es auch zu nah leider am Bahnhof. Okay, was dann noch? Kinderspielplatz, der ist sehr groß. Wäre eigentlich schon cool, ne? Hier reinsetzen. Okay, was hätten wir noch? Einfach nur Straßenlaternen oder einfach nur so ein bisschen dekorieren. Einmal eine Telefonzelle. Haben wir hier schon eine Telefonzelle? Und hier machen wir noch eine Telefonzelle mit rein. Einmal eine Telefonzelle. Hier können wir mal die Straße vielleicht noch umziehen. Es funktioniert wie geplant. Was? Es funktioniert wie geplant? Was denn? Haben wir denn geplant? So, dann. Auch so ein kleiner, süßer, dekorativer Brunnen. Was munkelt man? Ach, schade, dass die immer nicht... Oh, wir machen hier ein sowas. Ja, hier machen wir ein Monument hin. Ja, das finde ich auch mal schön. Okay, sehr schön, sehr schön. Das heißt, ich brauche jetzt wieder nur die... Ach, die ich immer nicht finden kann, weil ich immer nicht weiß, wo sie sind. Hier. Ja, das finde ich schön. Das ist cool. So, und hier machen wir jetzt da nochmal Häuser hin. Oh, hier könnten wir vor allem einmal das ein bisschen noch verschönern. Einmal das so machen. Ah, ich denke, wir sollten da tatsächlich... Ja, wir machen da noch Häuser hin. Das heißt, wir versetzen einmal... zwei dahin. So. Die Frage ist, sehe das noch schöner aus, wenn wir direkt bis hier hinsetzen? Hier sind ja auch die Häuser direkt. Dann hier lieber noch irgendwas anderes. Ich glaube, das würde mir noch besser gefallen. Das einmal hier rübersetzen. Hier dann vielleicht auch noch ein paar Wolkenkratzer machen. Ja, das ist, denke ich, ganz schön. Dann ist nur wieder die Frage, was machen wir hier? Ich meine, hier könnten wir ja die Straße noch wegmachen. Und die auch noch nach da oben versetzen. Ist vielleicht schon mal ganz schön. Ja, hier müssen auf jeden Fall nochmal Häuser hin. Da nehmen wir mal... Oh, wir haben hier noch einen Arbeiter. Können wir doch auch noch Bauern setzen, glaube ich, oder? Wir klauen hier mal kurz und setzen da mal nochmal Bauern hin. So. Okay. Und dann... Gut, die können wir auch einfach hierher setzen und dann hier nochmal die Straße durchziehen. Das wäre ja auch nicht so schlimm. So. Genau, hier wieder für Deko sorgen. Dann gefällt mir nur das hier nicht so gut. Da
Dann muss das hier nochmal alles ein bisschen weichen, glaube ich. Ja, dann machen wir das anders. Einmal hier abreißen alles. Brauchen wir denn hier überhaupt dieses Lagerhaus? Tut das irgendwas? Oh ja. Und die Toaster sind sogar bis zu einem gewissen Grad sehr sorgfältig gefertigt. Das holt sich, glaube ich, hier. Ja, das holt sich hier. Wobei, das ist ja gar nicht in Aktion. Doch, das wird benutzt. Okay, das wird benutzt. Das können wir also nicht abreißen. Das ist keine gute Idee. Aber wir könnten es ein bisschen verschieben. Ja, oder wir machen einfach nur hier noch eins hin. Wir lassen das hier so. Was für ein Opus Magnum. Verschieben einmal das nach da. Oh, wir haben irgendwas erforscht auch schon wieder, beziehungsweise fertiggestellt. So. Und dann kommt hier die Straße einfach hin. Das hier weg. Schatz, komm und tanz mit mir. Ja, und hier. Ah, dann nehmen wir das einfach darüber. Das nach da oben und noch irgendwas verändern. Oh ja, da sehe ich was. Das hier nach da oben. Ja, wunderbar. Also, und dann können wir hier auf jeden Fall. Oh ja, dann müssen wir das hier aber auch trotzdem vielleicht. So. Gut. Wie sieht's denn jetzt so aus? Okay, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen hier mit. Mit der Fläche. Da fällt uns bestimmt auch noch was ein. Ja, aber das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Das ist schon mal gut. Wie sieht's aus hier? Warum können wir die nicht upgraden? Ah, da zieht noch jemand ein. Okay. Gut. Oh, die Arbeiterarbeitskraft hat sich auch wieder geregelt. Wunderbar. Das ist schon mal schön. Und, oh, wir könnten aber die Straße doch tatsächlich trotzdem hier runterziehen, oder? Ja. Sehr schön. Ja, und dann bauen wir hier den Spielplatz rein. Oh ja, Leute, kommt. Dann machen wir doch hier den Spielplatz, oder? Wo war das nochmal? Hier, Kinderspielplatz. So. Ja, kommt. Machen wir hier einen Kinderspielplatz. Hier den Sand. Ja. Ach, das sieht doch super aus. Ja, das hier. Was hatten wir noch? Den Trinkbrunnen. Eines Tages werde ich bestimmt heiraten. Oh, den machen wir vielleicht. Hm. Ja, so noch mit hin. Ja, und dadurch, dass das ja leider alles gefliest ist, müssen wir da natürlich auch die Fliesen hin machen. Sonst sieht das ein bisschen doof aus. Ja, aber das gefällt mir schon mal. Was könnten wir denn dann noch hin machen? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Uhr. Machen wir hier mitten rein. Oder lieber die hier. Oh, die sieht schöner aus für den Spielplatz. Nehmen wir die hier. Auch eine Bank. Es funktioniert wie geplant. Ja, es funktioniert wie geplant. Ja, was jetzt natürlich schön wäre, wollen wir hier trotzdem noch ein paar Bäumchen machen? Oder ist das dann irgendwie, sieht das nicht gut aus? Naja, wir könnten ja die eingefassten Bäumchen nehmen. Die hier vielleicht. Ah, nee, die nicht. Oder die doch? Oder lieber hier sowas nochmal, so ein Grünstreifen. Ah, nee, das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Wie wäre es mit normalen Bäumchen?
Oder zumindest hier. Wenn wir zumindest hier nun mal... Na, das wollte ich jetzt so nicht. Wenn wir zumindest hier normale Bäumchen machen. Wir schauen uns das einfach mal an. Wir gucken mal, wie das aussieht. Und dann hier eben doch nochmal. Oh ne, wir könnten hier auch einen Weg durchziehen noch. Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Oder lieber eine normale Straße. Was sieht da schöner aus? Hm, weiß ich jetzt nicht. Doch, ich glaube, das finde ich ganz schön. So, dann können wir nämlich mal gucken. Oh, können wir eigentlich auch auf den Kinderspielplatz gehen? Können wir da vielleicht auch was spielen? Yay, das wäre ja cool. Oh, ist alles besetzt leider. Die hopsen aber hier gewaltig hoch. Mein Lieber, mein Lieber. Oh, da ist... Da ist das frei. Können wir hier klettern? Schade. Aber das ist doch ein schöner Stadtspielplatz hier. Hier ist auch was frei. Ach nein, leider nicht. Wir können leider nicht schaukeln. Oh, wir können sie anstupsen. Die wackelt. Eines Tages werde ich bestimmt heiraten. Aber das finde ich jetzt eine schöne Idee hier in der Stadt. Oh, sie hängen fest, werte Dame, mit ihrem Kinderwagen. Haben gar kein Kind an Bord. Würde ich mir Gedanken machen. Sehr cool. Ja, das ist doch jetzt schon mal schön. Das sieht doch schön aus. Okay. Was können wir hier noch upgraden? Jetzt ist die Frage, lassen wir hier die Handwerker? Ja. Aber wir ändern da auch das Aussehen. Man könnte es durch die tosende Menge hindurch vernehmen. Wir nehmen hier auch... Welche nehmen wir denn? Welche Variante? Backstein. Ja, wir nehmen Backstein. Einmal überall Backstein, bitte. Farbenfroh, kleine Unterschiede. Vielleicht auch noch einmal kleine Unterschiede machen. Oh, das finde ich auch schön. Arbeit ist meine Passion. Ich folge ausschließlich meiner Gabe, meinem Instinkt. Man könnte es gar als Kunst bezeichnen. Okay, sehr schön. Bist du also ein Künstler? Ja, das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. Und hier möchte ich jetzt gerne auch noch ein paar Wolkenkratzer. Oh, zwischenrein noch ein paar. Das ist doch bestimmt ganz cool. Ein paar von denen noch. Viel von den Ingenieuren. Viele haben wir denn von euch eigentlich? Ja, gut, auch genug. Dann ist jetzt wiederum die Frage, graden wir da noch welche ab? Hier den Block vielleicht noch. Oder lieber hier noch. Oh, was sind das hier eigentlich? Sind das schon... Ja, das sind auch schon Ingenieure. Sind auch Ingenieure. Da haben wir nur die Häuser geändert. Das sind eigentlich alles Ingenieure. Das ist nahezu perfekt. Ah, was könnten wir denn hier noch? Hier eventuell noch. Das sind alles so die Ingenieurssiedlungen. Hier sind dann wieder Investoren. Wo machen wir noch ein paar Investoren? Hier vielleicht noch. Oder wir machen auch einfach nochmal... Doch, ich glaube, hier wird es ganz gut noch aussehen. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen. Wir ja Ingenieure und hier haben wir ja auch geradezu Investoren. Annehmbar.
Was sind das hier? Auch Ingenieure. Ach, hier könnten wir dann noch ein paar machen. Also hier würde ich auf jeden Fall noch welche machen. So. Und da machen wir dann vielleicht auch noch ein paar Wolkenkratzer draus. Jawohl. Das ist doch schon mal gut. Okay, und hier auf jeden Fall dann auch noch einmal... Oh, hier ist der Straßenumzug. Cool. Ja, hier die Handwerker, die müssen wir auf jeden Fall noch. So. Auch noch? Boah. Uni, die könnten wir vielleicht auch verlagern. Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall auch mal upgraden hier. Ich meine, ein paar Handwerker schaden ja nicht. Aber hier möchte ich gerne noch ein paar. Hier. Ja, hier so außenrum. Ja, das finde ich cool. Das ist schon mal cool. Und vielleicht könnten wir ja doch hier... Doch, den Block machen wir auch noch. Ja, und dann nochmal ein paar Wolkenkratzer. So, da haben wir ja gerade welche gemacht. Wo würde denn noch einer schön aussehen? Ach, einfach so ein bisschen mitten rein so. Oh, hier vielleicht noch einen erhöhen. Au. Oh, hier könnten wir auch nochmal welche erhöhen. Ja, hier vielleicht nochmal so. Hier. Seht nur, hier. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ha, schade, wollte ich sagen. General Ewing Thompson, der Flaggenhisser. Naja, immerhin ist es aber eine legendäre Person. Vielleicht kommt Ursula Green ja noch. Oh, apropos, wir müssen mal nach unserem Schiff gucken. Das ist nämlich schon angekommen. Einmal tauchen, bitte. Und den Orca, den können wir, glaube ich, spenden. Und dann müssen wir gleich wieder unsere Forschungspunkte noch ausgeben. Ein Quastenflosser. Immerhin legendär. Aber leider brauchen wir den nicht. Das ist kein Teil eines Sets, also spenden wir den mal. Das könnte nützlich und den Orca, den, glaube ich, haben wir auch schon. Okay, jetzt gucken wir mal noch. Vielleicht haben wir ja Glück. Lassen Sie uns das alte Fernrohr eine ausfahren. Kleine Insel noch. Das könnte doch die hier sein, oder? Ja, sieht gut aus. Bescheid geben. Ja, und dann müssen wir nochmal Karten... Ach, das ist ein Luftschiff. Okay, gut. Das schaut so schön aus. Oh ja, unsere Weltausstellung ist, glaube ich, auch fertig, oder? Wer sich einmal an das Nein, Beste wir müssen eine neue machen. Alles weitere für hier finden wir Maschinen und Erfindungen. Einzigartige Ornamente wären natürlich auch mal wieder ganz cool, oder? Wir machen mal zwischendurch. Was wirkt wohl die Und vielleicht kriegen wir bei einer bescheidenen mal diese anderen Fliesen. Ich weiß nicht, wo die dabei sind. Wir machen einfach mal eine bescheidene. Einfach mal eine bescheidene zwischendurch. So. Dann. Ach, das gefällt mir. Das ist richtig schön. Haben wir hier schon? Nein. Wir müssen erst noch einziehen, die Leutchen. Wir haben jetzt so viele Ingenieure. Aber hoffentlich werden die alle versorgt. Warten wir erstmal, nicht, dass dann irgendwo was fehlt. Ja, Handwerker sind gar nicht mehr so viele hier. Könnten wir erstmal so lassen. Außer diesen Block hier. Den würde ich gerne noch. Das sieht, glaube ich, schöner aus. So. Ja. Okay. Was ich hier gerne noch machen wollte... Sieht nämlich so abgehackt aus. Ich glaube, wenn wir hier... LED. Sehr cool. Machen wir komplett einfach mal Bäumchen hin.
einfach mal hier. Ah, schön. Brauchen wir hier den Weg? Oder können wir den einfach... Den können wir doch. Den brauchen wir nicht. Wunderbar. Das finde ich schön. Schaut dann nämlich ein bisschen natürlicher aus hier. Hier sollten wir vielleicht ein paar löschen. So ein paar stehen lassen. Ja, dann geht es hier nämlich dann über in den Nadelwald. Ja, das ist doch richtig cool. Hier vielleicht auch noch ein paar. Passen da noch welche hin? Ja, logisch. Oh. Ah, schön. Das ist natürlich eine mega tolle Funktion hier, dass das geht. Hier kriegen wir auch noch was hin? Ja, ein paar kriegen wir da noch hin. Ja, dann schaut es nämlich doch ein bisschen natürlicher aus. Würde ich behaupten. Ja, die Frage ist allerdings, das mit dem Marktplatz hier, das finde ich allerdings echt nicht so prickelnd. Also wenn wir hier die Handwerker lassen, ist jetzt die Frage, lassen wir da die Handwerker oder machen wir da komplett Ingenieure? Wo haben denn die noch ihren anderen Marktplatz? Das sind wirklich nur den hier. Ah, nein. Ah, die brauchen ja gar keinen Marktplatz mehr, oder? Und? Ist ja nur noch der hier. Ach, sie sind viel zu gut zu uns. Ja, wir sind einfach zu gut. Jawohl. Das heißt, die brauchen jetzt eigentlich nur noch die Schule. Genau. Okay. Wo ist noch eine Schule? Hatten wir hier noch irgendwo eine? Hier ist doch auch noch mal eine. Reicht denn die, wenn wir die hier wegnehmen? Würde die reichen? Ah, nicht ganz. Nicht ganz, leider. Außer wir wechseln da ein bisschen. Wir machen hier irgendwo eine Schule rein. Hier und machen da noch die Häuser hin. Das wäre doch eine Option, oder? Würde ich hier nämlich gehen. Das versuchen wir. Zum Abschluss noch. So, die Schule hier rein. Ach, dann hätten wir die Straße lassen können. So, und hier die Häuser hin. Ah, nicht motzen. Perfekt. Perfekt! Ah, da könnten wir was anderes machen. Ja. So machen wir das. Dann machen wir hier noch einen kleinen Spielplatz hin für die Schulkinder. Und dann müssten die doch auch versorgt sein mit Schule, oder? Ja. So gut wie. Komm, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das können wir... Können wir verantworten, würde ich sagen. Sehr cool. Einmal noch die Straße hier schön machen. Ja, und hier... Aber hier muss trotzdem eine Straße lang. Das sieht einfach schöner aus. So. Gut, und dann nochmal Bäumchen hier hin und dann müssen wir auch schon wieder diese Folge beenden. Ja, aber das gefällt mir jetzt richtig gut. Können wir unsere Schule noch verschönern? Das ist dann hier so das Handwerkerviertel. Prima. Sehr cool. Ach, schön. Ja, also ihr seht, wir haben noch einiges zu tun. Ich hoffe, wir kriegen noch unsere Ursula Green und wir kriegen noch die Tierchen, die wir gerne wollten. Ja.
schaut doch einfach in der nächsten Folge wieder mit rein. Wer weiß, was sich da alles wieder so ergeben wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, verabschiede mich jetzt wie immer und sage Tschuhu!